Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich war schon ein bisschen in Robocraft, habe jetzt ein bisschen getüftelt und wie ihr seht, haben wir jetzt T8 Caterpillars drauf. Die sind etwas zu groß geraten, muss ich jetzt mal ganz ehrlich loswerden. Und vorne habe ich es jetzt nicht hinbekommen, die synchron einzubauen. Ihr seht, die ist etwas leicht verschoben und meine Schilder natürlich dann dadurch auch etwas. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein Teströndchen gefahren und könnte ich hier vielleicht noch was hinbauen? Nehmen den Stein. Okay, er ist ein Idiot. Er kann den Stein nicht nehmen. Dann gehe ich schnell in mein Inventory. Okay, da haben wir keine. Da weiß ich gar nicht, ob wir... Nee, hier bekommen wir auch nichts mehr dazwischen, leider. Er hat den Grund wegen den Schildern, denke ich mal. Die sollten aber, ja, wenn es geht, auf jeden Fall draufbleiben. Okay, dann hätte ich mal gesagt, gehen wir jetzt erstmal ins Battle. Ich habe zwar gerade ein Teströndchen gemacht, um zu schauen, ob das Ding überhaupt geradeaus fährt oder nicht. Es ist gerade ausgefahren, allerdings wurde ich genutzt. Muss ich so mal loswerden. Meine Brille, die rutscht ja immer hier so nach oben, wenn ich ein bisschen lache. Das heißt, es wird heute eine ernstere Folge auf jeden Fall. Okay, wieder auf meiner geliebten Schneemap. Was hat denn der alles drauf? Hier Füße und restliches Zeugs. Wir haben jetzt T8. Ich weiß gar nicht, wie weit wir nach oben gerutscht sind, wenn ich ehrlich bin. Also vom Ranking jetzt hat. Ich habe noch gar nicht auf die Linie hier geguckt. Ich schieße einfach mal auf Verdacht. Vielleicht nutze ich ja mal zufällig was. Okay, was schon mal sehr gut ist, hinter mir ist ein SMG-Typ, der jetzt gleich wahrscheinlich vor mir ist. Wir müssen nur eben aufpassen auf die Rails. Die sind ja zurzeit echt wirklich extrem stark geworden und haben vermehrt zugenommen. Okay, hier sieht es aber noch relativ ruhig aus. Hier hinten hatten wir was, aber ich will noch nicht spotten. Hier haben wir eine Rail. Oh, das hätte vielleicht was werden können. Ich wurde schon gespottet. Es war ein bisschen zu hoch. Oh, da hat er auch schon gefressen. Ich zwar auch. Der hat wahrscheinlich riesen SMGs drauf. Und brapp! Oh. Oh, 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 oh. Der Rail-Typ hier hinten, ne? Der lädt jetzt natürlich schön gemütlich auf. Whoop. Das war auf jeden Fall ein Hit. Wir müssen hier aufpassen, weil hier haben wir auch eine Rail. Ich habe ihm nichts abgezogen. Oh mein Gott. Er hat natürlich gleich auf meine Räder geschossen. Ich bräuchte einen Medic. Wenn möglich. Ich bin zwar noch stark... Ja, sehr schön. Ich bin zwar noch sehr stark ausgerüstet. Oder sehr stark bewaffnet allerdings. Komm schon. Medic! Oh mein Gott, das wird jetzt natürlich mein Todesurteil. Ich habe ihn noch genutzt. Really? Oh mein Gott. Ich werde es jetzt natürlich von allen Seiten abbekommen. Und ich treffe aber auch nichts mehr. Also sorry Jungs, aber der Medic war einfach ein Vollidiot gerade. Der heilt dann natürlich den jetzt hier mit 80 oder 90 HP hoch. Und ich habe hier natürlich gar nichts zum Fahren. Und er heilt einfach nicht. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr. Na gut, soll uns aber erstmal nicht so stressen. Ist das erste Ründchen, beziehungsweise für mich das zweite Ründchen. Wir haben zwar fast keine Pünktchen bekommen, haben nur noch 8700. Ich werde jetzt gleich natürlich nochmal in Battle gehen. Werde natürlich gleich nochmal weiter battlen. Okay, ja, ist ja egal. Wir sind auf dem Mars, ist sehr schön. Also ihr kennt es ja langsam, es ist mein Lieblingsplanet und wir spielen hier fast nur gegen Plasmas. Das heißt, eine SMG, ein paar Rails, glaube ich. Zwei Rails. Und den ganzen Arsch voll Plasmas. Und sie gleichen ja tatsächlich immer die Teams aus. Was bedeutet denn dieses Viereck? Jetzt mal im Ernst, was bedeutet denn dieses Viereck? Da fragt schon, glaube ich, einer, der Diamant. Dass er keine Waffen hat. Okay, ich verstehe es jetzt zwar nicht, warum man ins Battle geht. Tier 8 ohne Waffen. Aber gut, ich denke, das muss ich nicht verstehen. Hier unten bin ich natürlich wieder gefundenes Fressen für Rails. Oh, der hat schon eingeschlagen. Dürfen allerdings uns nicht so fixieren, immer auf einen.
aber das liebe Mofa kann was an den Rails. Oh, shit. Okay, wir werden uns jetzt erstmal hinter dieses Ding verdrücken. Hier oben ist noch was. Das Mofa kann was an den Rails. Oh, jemand die Rail. Da hat er schon gefressen. Hier ist die Rail. Oh, komm schon. Oh, da wird Mofa jetzt in die Bredouille genommen, denke ich mal. Whoop! Okay, das war nichts. Das war natürlich jetzt ein Mega-Fail. Ich kann nicht mehr schießen. Oh, mein Kraft. Mein Kraft. Den Kill gebe ich dir nicht. Okay, verdammt. Okay, ich bin wieder einfach zu offensiv oder mein Team sind einfach wieder nur zu defensiv. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach das nächste Mal ein bisschen ruhiger wieder angehen zu lassen. Ist natürlich immer kacke, wenn sie mir die Kanonen von der Karre schießen. Ey, könnte auch sein, dass bei mir heute ein bisschen laggy ist. Ich bin gerade hier ein Game runterladen, dass ich euch neuen Stoff bringen kann. Okay, machen wir vielleicht das hier schnell aus den roten. Vielleicht hält es dann ein bisschen besser. Und soll ich mir hier so eine Leiste, wobei es die wahrscheinlich auch nicht bringen wird. Okay, ich denke mal, es wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir wieder ein neues Fahrzeug haben. Ich verbessere ja lieber immer nichts an den, am Fahrzeug. Die anderen, die fahren hier jede Runde mit einem neuen Fahrzeug. Die haben hier zwei, drei Fahrzeuge mit dem, wo sie ordentlich natzen können. Aber dann ist es auch wieder so ein Fahrzeug, da wo, ja, kann viel schießen, kann dafür wenig einstecken oder so andersrum. Aber so eine Mitte dazwischen gibt es immer nicht. Ich erinnere mich hier an den Hell Chairs, also ich habe jetzt heute einen Sprachfehler. Die Hell Chairs, die sind ja auch so ein Helium-Block mit einem Sitz drauf und unten eine Rail drauf und es ist dann halt gleich eine T9 oder so. Und die können halt nichts einstecken, wobei sie verhältnismäßig schwer zu treffen sind. Ich wollte jetzt eigentlich nicht darum, ich wollte jetzt eigentlich hier rum. Wo fahren meine Mates rum? Die stehen alle noch am Spawn. Können wir vorstellen, dass sie jetzt von hier oben kommen? Würde ich die dann sehen? Okay, die fahren tatsächlich alle hier rum, meine Mates. Oh, hier links muss auch was kommen. Ich gehe jetzt ein bisschen in Deckung. Ich denke mal, die werden Hälfte, Hälfte ungefähr kommen. Hin sind meine Mates. Ich werde jetzt hier den Diffuser spielen und werde hier auf dem Spot bleiben und schauen, falls hier jemand kommt, werde ich ihn natürlich wegnatzen. Hoffe ich zumindest. Hier haben wir doch schon was. Hier haben wir schon was. Immer schön vor und zurück. Immer schön mit dem Weg mit einbrechen. Oh, shit. Komm schon. Ich habe aber auch gehittet. Meine Fortachse ist schon wieder weg, leider. Okay, das war schon wieder ein Hit. Sehr schön. Bra, komm schon! Komm schon. Komm schon, ein bisschen höher. Scheiße, jetzt ist es zu spät. Die capturen... Ne, wir capturen. Sehr schön. Das heißt, die müssen sich jetzt langsam zurückziehen. Oh, ich habe daneben geschossen, weil meine Räder fielen. Okay, da hat er aber auf jeden Fall gefressen. Er zieht sich zurück! Schade. Also zu uns wird hier definitiv nichts kommen. Das nennt man den Diffuser, Leute. Den Diffuser. Jetzt müssen unsere Mates allerdings ordentlich hier kämpfen. Wir haben nur noch 4 Gegner. 5 Gegner. Und wir sind selbst noch, ich habe keine Ahnung, ich denke mal so 7 Leute grob geschätzt. Haben wir hier und was? Nee, bei uns kommt leider Gottes nichts. Was heißt leider Gottes? Ich bin ganz froh drüber. Aber ich muss sagen, mit den großen Ketten kann man tatsächlich noch fahren, wenn die vordere Kette fehlt. Wow. Einfach mal hier auf Verdacht geschossen. Ich gebe jetzt ein bisschen Backup. Also die müssen es ja wohl alleine schaffen.
Okay, einer ist down. Allerdings ist das unser Mate. Ich probiere es jetzt einfach mal. Die haben wahrscheinlich viele Probleme gegen das Flugzeug, aber wie es aussieht, fällt es auch gerade nach unten, ne? Leute, kurze Frage, was ich schon fast hätte am Anfang des Videos sagen sollen. Wer spielt denn von euch aktiv CSGO? Also, wer hat denn auch einen verhältnismäßig guten Rang? Also hier nicht solche Sternchen oder solche Streiflein, sondern schon Doppel-AK oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen Ränge heißen. Ich wurde gespottet, ich weiß bloß... Opa! Nein! Minecraft! Nein! Ich habe ihn aber noch gespottet, sehr schön. Oh, shit. Das hätte was werden können. Wer spielt denn von euch hier auf jeden Fall aktiv CSGO oder allgemein CSGO? Mit einem relativ vernünftigen Rang, sage ich jetzt mal. Denn ich bin auf der Suche nach einem CSGO-Team. Allerdings sollten die schon ordentlich was an der Wumme können. Oh, yeah. Oh, yeah. Komm schon. Okay, das hat jetzt leider... Ich könnte aber hier rüberfahren. Ich komme doch bestimmt hier hoch. Oh, das sieht ein bisschen steil aus. Da komme ich vielleicht doch nicht hoch. We are on problems. We have gar keine problems, weil wir natzen jetzt halt hier alles weg, was hier rumsteht. Ich komme jetzt andauernd wieder... Schweife jetzt andauernd wieder vom Thema ab. Ich bin auf der Suche auf jeden Fall nach einem CSGO-Team, die auf jeden Fall richtig was können. Und probiert auf jeden Fall ein Fünfer-Team auf die Beine zu stellen. Ja, warum wird denn nicht gecaptured? Habe ich jetzt einen Bug oder was ist hier los? Dann capture ich eben weiter. Ich glaube, die capturen bei uns bloß ist, glaube ich, gerade ein bisschen buggy. Ja, ich bin dann auf jeden Fall auf der Suche nach einem Fünfer-Team. Hat den Grund, ich würde gerne ein kleines Special ins Leben rufen. Was es ist, möchte ich allerdings noch nicht verraten. Geht auf jeden Fall, wie ihr unschwer ahnen könnt, um CSGO. Wer auf jeden Fall mal ein bisschen CSGO-Erfahrung hat, kann es gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann lasst euch einfach mal überraschen, hätte ich mal gesagt. Ich weiß nicht, von wo ich gespottet werde. Okay, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, ich habe sogar ein paar ordentliche Pünktchen bekommen. Hoffe ich zumindest mal. Drücken wir noch ein Boss-Battle? Ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Möchte ich das überhaupt? Okay, unser erster Win. Ich habe nicht gesehen, 19.000 Punkte. Leider waren es nicht wirklich viel, da wir sehr viel am Spawn rumgestanden waren. Sollten wir vielleicht die Schilder etwas nach unten bauen? Oder ist es der Vorderbau, der stört? Mir wird wieder permanent die Vorderachse weggeschossen. Okay, aber ich habe mal gesagt, wir belassen es jetzt erstmal so. Probieren wir nochmal ein Boss-Battle. Aber ich habe dann Angst, dass sie mir hier auch dann alles wegnatzen. Da frage ich doch einfach mal schnell. Okay, apropos, das war hier meine Frage. Wie weit sind wir schon in Tier 8? Wir sind eigentlich schon 3/4. Okay, er bietet sich zwar an als Medic in dem Boss-Battle, aber ich habe das schon... Ich habe schon schlechte Erfahrungen da gemacht. Was heißt schlechte Erfahrungen? Also ich selbst jetzt noch nicht, aber ich habe schon gesehen, wie dann die Medics dann untergegangen sind. Wären super. Ups. Mal schauen, ob wir jemand hier finden auf die Schnelle. Komm schon, Lukan, du musst mir nur zurückschreiben. Ich mach T10 Boss Battle. Achso, ja, der Luca, ich weiß nicht, was die immer machen, dass die hier leere Mails schicken.
Okay, wisst ihr was? Dann machen wir das einfach so. Ich schaue jetzt mal, ist der hier bei mir in der Friendslist zufällig? Nee, ist er nicht. Okay, dann werden wir einfach allein im Boss-Battle drücken. Wir werden wahrscheinlich wieder untergehen. Aber ich will es auf jeden Fall mal probieren. Und hier wieder die russiantische Dingsbums und keine Ahnung. Oh, ich glaube, die Surfer sind gerade... Oh yeah! Oh weh, wir haben schon wieder gegen drei Rails. Ein Medic haben wir auch dabei, aber eine ganze Menge SMGs und die werden natürlich mörderschwer. Überhaupt, wenn es uns die ganze Zeit die Vorderachse zerlegt. Aber ich könnte vielleicht probieren... Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, jetzt hier außen rum zu fahren. Soll ich es probieren? Ich habe schon mal probiert, ich weiß allerdings immer, wie es ausging. Wir sind hier auch verhältnismäßig langsam. Obwohl, ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Oder warte ich einfach hier und erspähe erstmal, was hier so passiert. Das wäre natürlich eine Rail zum Gucken, wäre natürlich mega geil. Da hinten habe ich doch, glaube ich, schon was gesehen. Oder ist das wieder nur ein Fleck an meinem Monitor? Ich mache das ja tatsächlich immer so. Ich warte immer erst so ein bisschen. Oh nein, jetzt wurde ich schon gespottet. Das ist natürlich jetzt mega fail. Mega schlecht. Hier hinten haben wir einen. Da haben wir schon die Rail, die erste. Oh, da hat es eingeschlagen. Leck mich am Arsch. Also da kann er mit seinen Rails wahrscheinlich nicht so gut mithalten. Ne? Ach komm schon, ich habe noch keinen gekillt. Was ist denn hier los? Nein. Okay, jetzt sollen sie angreifen, vereinzelt. Und dann sind sie geliefert. Da ist der erste down. Jetzt kommt der zweite. Okay, der hat jetzt schon noch ein bisschen Kevlas. Aber ich muss auf mein... Ich muss auf meine Zeit achten. Oh, da habe ich jetzt nicht getroffen. Und jetzt hat ohne aufgeladene Waffe ins Gefecht... Okay, das ist der zweite down. Oh mein Griff, wir müssen uns beeilen. Hinter mir ist eine SMG. Da ist er down. Ich muss jetzt ein bisschen in Deckung gehen. Okay, es wurde verhindert. Komm schon! Ach komm schon, ich habe noch zwei Waffen. Da ist einer down, ich habe nur noch eine Waffe. Hier ist eine Rail. Also die Genugtuung, das gebe ich mir jetzt nicht. Er probiert auf meine Kanone. Komm schon! Nein! Nein, 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 nein! Nicht gut. Er ist down. Oh, mein Griff, komm schon! Ich habe ihn nicht getroffen. Ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht. Keine SMG. SMG wäre jetzt ganz tödlich. Komm schon. Ich treffe ihn nicht. Irgendwann geht natürlich meine Kanone auch down. Nein, er hat sie mir echt doch runtergeschossen. Es ist unglaublich. Okay, das wird jetzt natürlich etwas schwer, muss ich jetzt sagen. Hier mit die Rail, da fühlt sich natürlich jetzt total bestätigt. Und der Typ hier auch mit seinen kleinen Kackhaufen. Aber sie treffen auch nichts. Ich stelle mich jetzt einfach mal auf den drauf. Oh, Rayleigh. Null. Oh. Ihr wisst ja, ich bin Rail-Hater, obwohl ich sie auch gerne spielen könnte. Aber ich kann es halt einfach nicht. Aber der Medizinmann, der wird hier ein bisschen brauchen, glaube ich. Okay, wie viel haben wir denn überhaupt geschafft? Wir haben 7 Leute nur geschafft. Ich hätte mal gesagt, 10 Leute sollten ja mehr als genug sein. Aber man spielt hier gegen, ich glaube, 15 Leute oder so. Wenn nicht sogar noch mehr. Okay, ja, liebe Leute, dann war es das auf jeden Fall schon wieder von der Folge RoboGräft. Ja, liebe Leute, damit danke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Mofa Beerly. Bye, bye.